Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir immer noch in diesem komischen Turm rumgeeiert. Gerne Green Tech, irgendwie was. Green Tech, gerne Sekt, was weiß ich. Und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Runner, welcher wahrscheinlich jetzt hier oben ist. Warte. Will ich mit der Leiche im Hey. Aufzug sitzen? Da. Oh, komm, komm. Dann gehen wir mal nach oben. Glaube, wir kommen wieder da draußen. Das sah nämlich aus wie ein Ladebildschirm. Diese kleine Verzögerung. Was haben wir hier? Jetzt kommt wahrscheinlich voll der Megaboss. Dafür sollte ich mich von den Scheinwerfern nicht erwischen lassen. Wir mal auf Nummer sicher, ich möchte das Ding da öffnen. Mal dieses Meister verschlossene Terminal öffnen. Techniken. Na, sehr Container, gut. sehr gut. Das war einfach, ja. Ich habe keine Ahnung von diesen alten Computern. Deswegen bin ja ich hier. Zwei Fusionskerne. Mehr nicht. Geil. Mal wieder gerne. Boah. Ich hätte ja schon eine Zeitschrift oder eine Wackelpuppe oder so gerne gehabt. Noch ein Terminal. Erstmal die Tür öffnen. Immer die gleiche Reihenfolge, weiß man ja langsam. Knorke. Noch ein Fusionskern. Was kann ich hier ohne Ende mit einer Power Armor rumlaufen? Wenn ich mal eine benutzen würde. Wenn ich eine benutzen würde, dann würde ich unaufhaltsam werden. Wahrscheinlich. So, knacken wir das hier nochmal wegen Erfahrungspunkte. Ja. Nothing. Bin Cantina. durch. Din, 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 din. Okay, geil. Ja. So, relativ schnell hier alles. So, Mr. Gunner, ich habe einen Fat Man mit deinem Namen. Solange es nicht auf engem Raum ist, schaffe ich das. Sein kalt. Muss ich jetzt nicht machen. Also viele Terminals, ne? Same. Hand. Leck.
Mio. Nicht irgendwie zoomen, ne. Went. Hauptsache ich schaffe so ein Meisterterminal mit zwei Versuchen. Alter. Gray, Gray, okay, Gray. Mission. Warte mal, Gray und Gray. Wird das beides zugeschrieben? Mir nie aufgefallen. Grau kann man ja so oder so schreiben, oder? Schrotpatron, okay. Was wert. Ah, noch mal das gleiche, ne? Small, nein. Komms, nein, ist immer ein bisschen schwieriger, glaube ich. Komms. Bombs. Aha. Trips. Okay, ja, ist gut. Mach, Hände. So. Ist noch was verschlossen. Blablabla. Cool. Cool. Oh, warte mal noch. Nichts, okay. Dann eben nicht. Da ist der Z. Der Z7. Oder 7Z oder was weiß ich. Der Runner nehme ich an. Ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Schauergeschichten über das Institut glauben soll. Hört sich für mich vor allem nach Paranoia an. Haben die, hat das Institut niemand gegen die Minutemen bis jetzt gemacht oder was? Oder warum glaubt er nicht an den? Wo gehe ich hoch? Hier oder da hinten? Ich gehe hier hoch. Ich hoffe, du tust mich nicht auch mit einem Schlag wegschießen. Hört sich nämlich so an, als würdest du sie alle locker wegballern. Da ist er. Mit dem werde ich aber bestimmte Fernkampfwaffe brauchen. Wenn alles schief geht, hole ich meinen Fatman raus. Komm her. Bist mir gefolgt. Komm her. Oh, hi. Ich dachte, du wärst mehr mechanisch. Okay. Bist du wegen der Sünd hier? Wegen welcher Sünd? Wenn du nicht wegen der Sünd hier bist, dann bist du wegen mir hier. Was willst du? Und wer ist überhaupt diese Sünd? Flüchtiges Institutseigentum. Ich werde sie deaktivieren und zurückbringen, aber du wirst sterben, so wie der Rest. Wir kriegen das hin. Ganz Was? ruhig.
Ich glaube, irgendwie friedlich hätte er sich das nicht hier lösen können. Ich denke, gesagt hätte, dass ich den seinen Chip brauche. Weil wir gegen so welchen haben ich doch schon mal gekämpft. Alter, was soll ich denn gegen den machen? Boah. Kann ich doch gar nicht sehen. Kann ich gar nicht irgendwie aktivieren. Wegen der Sünd hier? Ah. Nein, nicht deshalb. Wenn du nicht wegen der Sünd hier bist, dann bist du wegen mir hier. Was willst du? Ich brauche das, was in deinem Kopf ist. Das kannst du nicht haben. Sagt er. Na, warte, komme ich ihm so auf dich los? Weißt du, er haut ihn locker weg. Ne? Wie soll ich das schaffen? Lass doch mal wieder sichtbar werden. Ich kann ihn zwar flüchtig sehen, aber bringt irgendwie nichts. Ich muss ihn ja mal wieder sehen. Hallo, warum sind hier immer Fatmans in der Nähe? Hier, versuchen wir mal wieder. Sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Mein Fatman ist viel zu überpowered. Oh, hi. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Wer bist du? Wir können gern reden, wenn du die Tür geöffnet hast. Ich laufe nicht weg. Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Okay. Ich bin überrascht, dass du nicht wegen mit den Runner-Uniform. Überrascht, dass du durch diese riesige Explosion nicht hey, ich bin ganz Ohr. Klar. Irgendwie verreckt bist. Auch schon das, wenn ich dann aufschließen kann. Zu einem Haufen Schrott. Such weiter. Entschuldigung, okay. General, hast du kurz Zeit? Ja, okay. Jederzeit, Preston. Also, ich weiß, dass ich von dir mit meiner Bitte, die Minutemen anzuführen, fast Unmögliches verlangt habe. Ich hatte nicht das Recht, dich darum zu bitten. An diesem Punkt war ich wohl einfach verzweifelt. Ich weiß immer noch nicht, warum du eingewilligt hast. Meinetwegen? Wegen des Commonwealth? Oder aus einem anderen Grund? Ist eigentlich egal. Du sollst nur wissen, dass ich zu schätzen weiß, was du getan hast. Sieh dir an, wo wir damals standen und wo wir jetzt stehen. Einfach unglaublich. Danke für dein Vertrauen in mich. Tut gut, das zu hören. Besonders von dir. Wir sind ein gutes Team. Hast du das schon letztes Mal bei jemandem gesagt? Ich habe genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Zurück an die Arbeit. Einem Haufen Schrott. So boah, die ganze Zeit werden wir uns da unterhalten. Ja, ist auch nicht so, als hätten wir was Besseres zu tun, ne? Ah, oh, Fatman. Bob Preston, du hättest mir echt nicht folgen können. Ja, da komme ich wieder raus. Komm mal her, ja. Du, hey. Ja, weg mit den Kampfgewehren oder sowas. Was ist los? Ja, okay, dann. So, perfekt. So, nein, ich werde nicht den Code nehmen. Vielleicht werde ich ihn danach nehmen, aber erstmal will ich das Terminal so knacken. Wegen Erfahrungspunkten. Das wär's. Ja, genau so.
So machten die Experten das. So. Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. Du brauchst nichts sagen. Gern geschehen. Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken, aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt, aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst, nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Okay, keine Gefährtin anscheinend. Ich hatte gedacht, wird er so mit Gefährten immer bombardiert, deswegen. Naja. Okay, da ist der Aufzug. Ja, draußen geht wahrscheinlich. Da muss ich hin, aber ich will mal da hingehen. Das ist so eine Mini-Atome. Also für den Fall, dass man. Also es ist dazu gedacht, dass man den Fatman benutzt. Also ja. Habe ich ihn auch benutzt. Ja. Jetzt erstmal natürlich hier hingehen. Jetzt gucken, was da ist. Wieder so kurz vorm Level Up, Mann. Dreck. Dreck. Fuck. Shit. Bla. Aha. Ja, wahrscheinlich mal Siedlungen helfen, wenn die angegriffen werden. Um ein bisschen Erfahrungspunkte zu bekommen. Oder Erfahrungspunkte baue ich eigentlich nicht. Ich werde dadurch nicht sehr viel stärker. Ich bekomme halt nur die Chance, einen Perk zu holen. Und im Moment brauche ich nichts. Agilität hochleveln. Beweglichkeit, mein Gott. Wenn ich Ninja bekommen kann. Alles andere ist erstmal Schrott. Muss meine Grundwerte erhöhen anscheinend. So. Ab und zu stößt man mal auf einen Ort wie diesen. Und dann erinnert man sich daran, dass die Welt noch immer schön sein kann. Ja, schön zerstört. So, mehr ist hier nicht. Gar nichts. Kann ich da hoch? Kann ich aber nicht hochspringen, ne? Wieso ist das hier, wenn hier überhaupt nichts ist? Kommen bestimmt zu einigen Orten, in denen man nicht gelangt. Wenn ich so ein Jetpack an meiner Power Armor hätte, muss ich auch noch mal irgendwann machen. Geil. So, jetzt hier so ein Fatman. Schön abschießen. So. Vielleicht gibt es ja da unten noch irgendwas, was ich machen kann. Okay. Storymäßig, wenn wir in der nächsten Folge weitermachen, wahrscheinlich. Ich untersuche mal, und da kommt Pesten, als wäre da nichts gewesen. Oh, verdammt, ich bin runtergefallen. Nee, das war nervig. Okay. Jetzt mal den Aufzug. Will ich auf den Arm nehmen? Die hat doch gerade den. Boah. Die hat doch gerade den Aufzug benutzt. Boah.
Vor allem, der sagt auch, ich soll da hingehen. Verarsch mich nicht. Jetzt hätte ich gern so ein Jetpack. Muss ich in all meinen Power-Rüstungen einbauen. Da muss ich mich einfach irgendwo hin teleportieren. USS Constitution, jetzt sieht man auch hier mehr. Hier so auf das Schild landen, dann nach runter. Wenn wir so Assassin's Creed springen einfach irgendwie in so einen Heuballen rein. Hey! Fällt mir gerade ein. Was geht, na? Bin mal gespannt, wie er mich von hier trifft. Gratis Erfahrungspunkte auf 70. Wo seid ihr alle? Ich bin hoch hinaus. Ich krieg da hier nicht. Da jetzt, wo ich die Gegner hier getriggert habe, kann ich mich aber nicht mehr porten, ne? Nicht gut, dass du da stehen bleibst. Geil. Noch jemand? Ist die Mila immer noch da? Wow! Wer wagt es? Wo kommen die Schüsse? Die kommen von verdammt hoch. Da porten wir uns ja runter, wenn ich kann. Ja, müssen so ein kurzer Ladebildschirm sein. Dann machen wir die hier noch fertig. Kriegen hoffentlich noch ein Level up oder was weiß ich. Und dann schauen wir weiter. Bock. Wie viele da schon wieder sind, ne? Hier habe ich doch schon einmal erledigt. Da weiß ich noch genau, hier habe ich doch diese Dingens angebracht für den einen aus der Railroad. Was ist denn das für einer? Ja, ich krieg noch ein Level ab, wenn das so weitergeht. Mach ich diese Krankheit hier, was die da haben? Dieses grüne Zeug? Ich glaube ja, ne? Oh, geben nicht viele Erfahrungspunkte. Wie? Es geht. Oh, hi. Au. Sehr gut.
Aber da war ich doch schon. Weiß ich genau. Hier ist auch noch irgendwo einer, glaube ich. Ja, das Ding ist sogar. Ne, das Ding ist wahrscheinlich immer drüben. Oh mein Gott, er ruft das Ding. Er kommt eher. Oh, oh, oh. Ich will mir meinen Level abholen. Komm schon. Oh, jetzt komme ich dir herüber. Oh mein Gott, er kommt! Oh, da sind zwei, oder? Oder hat er sich so schnell bewegt? Nö, du? Sehr geil. Nee, das ist doch neu hier. Oder? Nee, ich war doch hier schon mal. Sag ich doch. Und dann sind die schnell respawned hier, die Typen. Ich brauche noch ein paar Gegner, wenn es geht. Brauche noch ganz schnell ein Level ab. Ja, wenn wir mal schnuppern. Wenn es geht, werde ich hier nur mit einem Fettmänner noch schießen, wenn ich ein Level abbekomme. Komm schon! Also ich mache ja alle kalt. Wo ist hier noch jemand? Das ist Meierlock. Boah. Ausgerechnet. Ich will mehrere Gegner haben. Komm schon. Irgendwo. Irgendwo sind doch bestimmt welche. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Da, da sind doch welche. Wird mir echt stinken jetzt, euch zu sein. Hey guys! Alter, wo sind denn die? Ich hab jetzt überall hier hinge... Boah! Boah, wo sind die hier? Hallo? Bevor die Fatmans Mini-Atombomben verschwendet wegen euch. Dann sind die noch nicht mal hier in der Nähe. Ja. Was bin ich? Was bin ich? Pff. Die haben für einen Ratschlag auf einmal gemacht. Oh nee. Was zum? Dude, du warst voll einfach zu erledigen. Okay, wird wohl mit nichts mit dem Level ab. Dann würde ich sagen, ich bin den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.